Mein Name ist Boris. Ich bin 25 Jahre alt und ich gehe erste Klasse. Erste Klasse Pflegeschule. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie euer erster Tag war? Aufgeregt, auf jeden Fall. Ziemlich viel Organisation. Man lernt erstmal die ganzen Leute kennen. Es gab bei jedem Lehrer unterschiedliche Kennenlernspiele mit ich packe meinen Koffer und nehme mit. Also ich bin einen Tag vorher schon zur Schule gefahren, um zu wissen, wo die Schule ist, damit ich nicht zu spät komme. Ich bin so ein chronischer Zu-spät-Kommer. Deswegen kam ich am ersten Tag auch zu spät. Handy vor dir auf dem Boden. Hände dir den Kopf. Ja, das hätten unsere Lehrer auf keinen Fall gemacht am ersten Tag. Also ich hatte das Verhältnis mit meinen Lehrern, waren eigentlich ein recht freundschaftliches. Man hat trotzdem, man hat sie gesiezt. Ich kenne den Schauspieler aus How to Sell Drugs Fast Online. Generalistisch. Geil. General klingt geil. Wie Panzergeneral. In einem Panzer hat das wenig zu tun. Ja, Generalistik ist neu. Jeder ist gleichgestellt, jeder macht die gleiche Grundausbildung. Ich finde, dieser einheitliche Wissensstand, der ist halt ein großer Vorteil. Und es gab auch diese finanziellen Unterschiede, die es ja jetzt mit der neuen Ausbildung halt nicht gibt. Wie war der erste Praxiseinsatz bei euch? Bei mir ist jemand gestorben. Krass. Auch ein bisschen wie bei Game of Thrones. Ja, ein sehr hartes Thema. Mein erster Toter, ja. Wie alt war ich? Na, 16, glaube ich. Oh. Ja, an den erinnere ich mich auch noch. Ich weiß auch noch, in welchem Zimmer er lag. Ich glaube, sie spielt auch so ein bisschen darauf an mit Game of Thrones, weil man baut so eine gewisse Verbindung zu seinen Charakteren auf. Und da ist es auch wichtig, dass man so eine professionelle Distanz auch tatsächlich wahrt. Auch wenn man versucht, sehr empathisch zu sein, um sich dann selber auch frei von negativen Gedanken zu machen, glaube ich. So diese Praxisanleitung, diese Begleitung der Azubis hat da komplett gefehlt. Und es ist halt doch ein wichtiger Faktor, dass man halt einfach weiß, dass man nicht alleine ist. Die ist deiner, oder was? Ja. Wie kommt man an den? Die Ausbildungsvergütung, und die bekommst du doch auch. Wie viel ist denn das? Über 1000. Erstes Geld, mein eigenes Geld, was ich selber verdient habe. Das war schön. Aber so viel, wie die verdient haben, habe ich nicht verdient. Das ist, glaube ich, für die zukünftigen Auszubildenden ein echt positiver Aspekt. Und das ist Herr Meschner. Der ist dement. Tag, Herr Meschner. Hallo, Ulrike, hallo. Mann, ich bin Boris, Alter. Hallo, Alter. Ja, ich arbeite hauptsächlich nur mit dementen Patienten und wird man mal Mutti genannt, mal meine Tochter. Ich glaube, Empathie ist hier einfach das Schlagwort im Umgang mit demenzkranken Patienten. Auf jeden Fall. Und Hauptsache validieren. Validieren heißt, Klienten da abholen, wo sie gerade sind. Ja, also ich würde jetzt einen Patienten, wenn ich ihn gerade erst kenne, jetzt nicht unbedingt mit Alter ansprechen oder ihn direkt umarmen, aber eine gewisse Offen- und Lockerheit sollte schon dabei sein. Ja. Was geht ab, Gammelfleisch? Halt die Knall. Halt's Maul, entspann dich doch mal, Alter. Was kriegst du mich jetzt so an, Alter? Zwick dich. Ja, so jemanden reinhauen musste ich noch keine. Ich hoffe, ihr auch nicht. Ja, so Respektlosigkeit gegenüber Patienten geht gar nicht. Also wenn ein junger Mensch keinen Respekt gegenüber den Älteren hat, derjenige hat einfach keinen Platz in meiner Freundeskreis. Bin ich auch der Meinung. Also ich finde, man kann es auch so ein bisschen prophylaktisch machen. Gerade wo ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich das im Freundeskreis auch erzählt und die Meinung gegenüber Pflege hat sich schon relativ schnell dann auch geändert und da war auch ein gesunder Respekt einfach da vor der Tätigkeit, die man dann auch ausübt. Boris antwortet nicht. Warum haben Sie eigentlich so jemand bei uns in die Klasse aufgenommen? Weil es manchmal Wunder wirkt, wenn jemand, der ganz viel Scheiß in sein Leben gebaut hat, auf jemanden trifft, der seine Hilfe braucht. Einen alten Menschen zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch wirklich ein bisschen überspitzt, aber man wird einfach bodenständiger und erwachsener. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man gerade wenn man mit älteren Menschen oder mit hilfsbedürftigen Menschen umgeht, reift man als Person einfach. Ne? Diese Dankbarkeit ist für mich persönlich unbezahlbar in dem Beruf. Herzlichen Glückwunsch an alle Anwesenden. Ihr habt die Probezeit bestanden! Ja, also bei uns gab es keine Konfettikanonen. Ja, aber man hat halt für sich selber irgendwie gemerkt, man ist jetzt angekommen in der Ausbildung. Man hat jetzt einen kleinen Schritt in das Erwachsenenleben. Wir hatten uns, nachdem alle bestanden haben, gut bestanden haben, getroffen und sind feierlich essen gegangen und haben nochmal angestoßen darauf, was ich persönlich ganz schön fand als teambildende Maßnahme. Aber ich hätte mir die Konfettikanone tatsächlich schon ein bisschen gewünscht. Jetzt, wo du es sagst, ich auch, weil man hat einfach die erste Hürde quasi übersprungen. Es ist symbolisch, es ist schon eine gute Geste, ja. Ja, und dann ist man noch mehr motiviert, wa? Genau.
Vegas waren sehr originell. Total authentisch. Also der Boris, mega empathischer Typ. Ich glaube, der kann es noch weit bringen in der Pflege. Ich fand die Serie sehr interessant. Was ich aber als kleine Kritik mit einfließen lassen möchte, ist, dass es natürlich nicht den Alltag eines Auszubildenden in der Pflege beschreibt. Denn dieser ist in der Realität viel umfangreicher. Ich finde es super, dass alle verschiedene Bereiche zusammengeschmissen sind. Was definitiv wahr ist, dass man zu Beginn zumindest der Ausbildung muss man sich ganz stark an das Lerntempo gewöhnen und auch an die Menge von Referaten. Die Serie zeigt leider überhaupt nichts aus dem praktischen Alltag und auch mit wie viel Verantwortung die Aufgaben verbunden sind. Ich habe selbst vor 2 Wochen erst die Ausbildung angefangen, kann Boris echt super verstehen. Boris!